Ja, hallo liebe Zigarren-Aficionados, heute ein weiteres Zigarren-Review von mir und wir sind wieder bei Rocky Patel gelandet mit der neuen, in Anführungszeichen, Sungrown, hier das Toro-Format. Warum in Anführungszeichen? Die Linie gibt es eigentlich schon etwas länger, ist ja immer sehr, sehr beliebt gewesen, war auch öfters dann immer ausverkauft. Preislich waren die schon immer sehr, sehr attraktiv und 2014, 2015 konnten die fast nicht mehr nachliefern. Der Euro war so stark. Ich glaube, die Robusto hat 5 Euro irgendwas gekostet, 5,40 Euro. Ja. Und mittlerweile wurde dann eben der Preis angepasst und es gibt eben dieses Re-Release jetzt. Und sehr beliebt immer gewesen, und aber hier die Toro für 6,90, Länge von 16,51 cm und ein 52er Ringmaß. Also man hat da hier schon für 6,90 eine ordentliche Zigarre in der Hand. Deckblatt sieht okay aus, so hier und da so kleine Verletzungen, also es ist nicht das schönste Deckblatt, aber wie auch immer. Die Einlagemischung oder halt die überhaupt die Tabakmischung ist wieder was Besonderes, natürlich Sungrown heißt, das Deckblatt kommt übrigens aus Ecuador, Sumatra, sieht, dass die Tabakblätter wirklich direkt nicht im Schatten, so wie es halt immer heißt, Connecticut Shade, ja, mit so einer Plane drüber, sondern wirklich, die bekommt wirklich alles von der Sonne ab. Deswegen sind diese Sungrown meistens immer recht würzig, toastig und etwas stärker unterwegs. Wie gesagt, Ecuador, Sumatra Seed und auch mindestens 5 Jahre fermentiert. Ja, das Umblatt kommt aus Nicaragua, Einlage Domrep und Nicaragua. Und auch die Einlagemischung soll laut Rocky Patel mindestens 7 Jahre fermentiert sein. Also wir haben hier eine geagte, eine gereifte Zigarre sozusagen für einen fairen Preis. Sollte dann aber auch recht würzig und stark sein. Ich meine, Nicaragua Umblatt und Einlage, das spricht eigentlich für sich. Vom Kaltgeruch kann ich schon sagen, sie kommt sehr floral daher, Kräutertee, so ein bisschen Kamille, so ein bisschen Kamille, so ein bisschen Honig, so ein bisschen was Süßliches. Machen wir mal den Kaltzug, scharfstellen, jawohl, nicht zu viel abgeschnitten. Durch das Ecuador-Deckblatt hast du auf jeden Fall jetzt schon auch beim Kaltzug richtig was Süßliches. Erinnert so ein bisschen an Kaugummi, Tropical Fruit, Tutti Frutti. Ja, macht schon mal einen guten Eindruck. Dann machen wir sie doch mal an, würde ich mal behaupten. Ja, durch das Ecuador-Deckblatt hast du definitiv eine gewisse Cremigkeit, eine gewisse Süße am Start. Gleichzeitig kommt eben durch den Nicaragua-Einlagentabak und auch durch das Umblatt deutlich eine Würze, eine gewisse Schärfe hervor. Eine gewisse Süße, Honigsüße. Ist eher floral unterwegs, ein bisschen Kräuter, blumig. Ja. Das ist so eine gute Kombination aus eben dieser Süße, Schärfe, Würze, aber halt eben eine andere Schärfe wie dieses Connecticut Shade. Das kann ich nicht, also das ist das, was das Connecticut Shade Erde, das sind die zwei Sachen, die ich nicht so wirklich ab kann, weil dieses Connecticut Shade, diese Schärfe ist. Diese Schärfe, das ist meistens halt unangenehm irgendwie oder halt so, irgendwie nicht zu stark, aber irgendwie auch trotzdem passiv-aggressiv, sage ich jetzt mal. Und hier haben wir eine gewisse Schärfe zwar auch, aber irgendwie angenehm und wird ausgeglichen eben durch dieses süßlich-cremige. Ja, dieses Connecticut, diese Schärfe von Connecticut Shade, das ist irgendwie so passiv-aggressiv, das ist nicht so mein Ding. Aber hier haben wir auch schöne Würze am Start und wirklich sehr, sehr lecker. Kombination aus Holz, Süße, Creme und Nicaragua-Pfeffer, Dampf. Ja, wirklich ordentliches Teil.
super Abbrand, super Rauchvolumen, dieses Süßliche, dieses leicht Sirupartige, dieses Ahornsirupartige, sage ich jetzt mal, so passt ja dazu, zu Pancakes irgendwie, amerikanische Firma, leicht süßlich, aber doch hast du so ein bisschen dieses typische, diese strenge Würze aus Nicaragua am Start, aber jetzt nie überschwänglich. Also du hast es zwar dominant da auf den Lippen und auch im Rachenraum, aber es ist nie unangenehm. Sehr lecker, sehr zu empfehlen. Vor allem auch für Anfänger, so diese Kombination aus Süße und doch Stärke. Ja, wirklich sehr, sehr geil. Und für 6,90 Leute hast du eine schöne Toro, die Robusto, wenn jemand nicht so lange Zigarren mag, kostet 6,40, wie gesagt. Aber ich finde halt immer, dass die Toro sich meistens eher lohnt. Bei Rocky Patel auch. Also hier seht ihr 50 Cent mehr eine Toro am Start. Ja, bin auch gespannt. Die neue 60 Rocky Patel, die müsste demnächst rauskommen. Sieht sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Schaut euch mal die Asche an hier. Schöner Abbrand. So muss es doch sein, oder? Also die Zigarre ist super, schön cremig, süßlich, gleichzeitig halt so ein bisschen dieses Holzige aus der Domrep und eben so diese Stärke, die aber jetzt auch abgenommen hat aus Nicaragua. Also die Tabak ist ja recht lang fermentiert, deswegen kommt sie insgesamt schon sehr mild und sehr angenehm und sehr weich daher, sage ich jetzt mal. Super Zigarre, also für 6,90, wow. Meine Geschichte mit Rocky Patel fing ja auch ein bisschen mit dem Kriegsfuß an, auf dem Kriegsfuß, Kriegsbeil, das habe ich begraben, weil mir halt dann eben auch so im Prinzip die schwächsten und beschissensten Rocky Patels sozusagen empfohlen wurden. Ja, so die Edge Light oder so, die kann ja eigentlich gar nichts, die ist viel zu mild und aber trotzdem dieses typische Connecticut Shade Scharfe, ja. Und deswegen habe ich gedacht, hey, nee, ich lasse mal Rocky Patel, das überzeugt mich gar nicht so. Dann bin ich halt eben zu den teureren Rocky Patels übergegangen, die 55, zu seinem 55. Geburtstag. Die war sowas von schön fruchtig, Kaffeeröstaromen, schokoladig, sehr ledrig, toastig. Und der hat mich dann wieder zurück aufs Brot geholt. Und dann kamen halt die anderen, die ich noch euch mal gezeigt habe. Bis auf die Sungrown Maduro, die fand ich auch nicht, die war mittelmäßig, ja. Aber dann die Tavikusa und die Number 6, super nussige, cremige, super Zigarre. Und die Weltmeisterschaftszigarre von Rocky Patel war auch super, super. Und auch die San Andres ist okay, Preis-Leistung ist okay. Und diese hier ist auch echt super. Bin super gespannt auf die 60 dann, 60 Jahre, und von dem her, ja, viel geschwätzt, nichts gesagt, ich wollte nur kurz den Abbrand eigentlich zeigen, ja. Ja, wir haben ein kleines Update, so nach 50 Minuten, knapp einer Stunde, wird sie trockener, ledriger, erdiger, also die Erde kommt hinzu. Du hast die Süße nach wie vor, dieses, ja, die erinnert mich so an die Vega Fina Ome Tepe. Ja, die war auch sehr, sehr süßlich, sirupartig. Sehr leckere Zigarre. Relativ geradlinig, klar. Aber sie ist einfach angenehm, passt super zum Wetter. Also wirklich schön süßlich. Aber jetzt wird sie etwas erwachsener, jetzt wird sie trockener. Und die Erde kommt, ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, am Anfang habe ich was von Kamillentee, Kräutertee, irgendwie sowas in der Richtung gesagt. Und so kommt es jetzt wieder, so schließt sich der Kreis. Also die Erde ist zwar da, aber dieses leicht Süßliche und eben dieses Kräuterhafte kommt zurück. Geht so ein bisschen Richtung Kamille, meiner Meinung nach. Sehr interessant, also dass sich da jetzt noch ein bisschen was ergibt, sage ich jetzt mal. Nicht, dass sie einfach nur erdig wird zum Schluss. Sondern immer mehr kam so ein bisschen was nicht so, Moment mal, das ist doch nicht einfach nur Erde.
Erinnert eben doch wieder wie am Anfang so dieses kamillenartige Aroma an, das erinnert es mich zumindest, ja. Tolle Zigarre, also insgesamt vielleicht ein bisschen zu langweilig oder geradlinig, aber schmeckt eigentlich von Anfang an. Du hast ein super Rauchvolumen, geht nicht einmal aus. Klar, die Asche ist jetzt so ein bisschen flockiger unterwegs, auch schöner Abbrand. Klar, das Deckblatt ist jetzt nicht das Schönste oder so, aber für 6,90 Leute, also ja, also es gibt schon auch ja, Momente, wo man sich so ein bisschen zurücknehmen muss. Also ich lese auch hier und da auf Facebook immer, was die Leute von so einer 6,90 € Zigarre irgendwie verlangen oder erwarten. Ich meine, Leute, ja, das könnte bei einer 50 € Zigarre vielleicht dann an den Tag bringen. Was die teilweise wollen, kann ich nicht nachvollziehen. Also man muss schon den Preis immer so ein bisschen berücksichtigen. Grundsätzlich muss er einem gefallen und schmecken, ist ja klar. Aber das muss man trotzdem so ein bisschen abwägen dann, definitiv. So, jetzt sind wir bei 70 Minuten. Ich denke, dass bei 90 Minuten die Toro dann geraucht sein wird. Die Erde kommt jetzt doch deutlicher hervor, aber ich würde sagen 3,5 von 10, 4 von 10 maximal. Also nicht zu krass. Ja, also ohne Scheiß jetzt Sommerzigarre für mich. Super Sommerzigarre, dieses süßliche, sirupartige, leicht cremige. Gleichzeitig hast du so ein bisschen Holz, aber nur gepaart mit so einer Nicaragua-Stärke, sage ich jetzt mal. Aber ja, nicht zu scharf, nicht zu pfeffrig, nur so ein bisschen als Ausgleich für die Süße. Nach 50 Minuten dann eben etwas ledriger, trockener. Aber trotzdem bleibt sie cremig genug, also nicht zu trocken. Und dann halt eben die Erde und dann wieder dieses Kamillenteeartige. Und jetzt zum Schluss dann eben noch mehr die Erde. Also ohne Scheiß jetzt für den Sommer so. Als cremige Ersatzzigarre für Vega Fina, sage ich jetzt mal. Die Ometepe damals, das gibt es ja leider nicht mehr zum Kaufen. Hatte ich jetzt zwei Kisten, die habe ich so runtergeraucht, auch im Sommer. Ist jetzt nicht so, nicht zu komplex, recht geradlinig, aber schmeckt von Anfang an. Das Rauchvolumen hat mir super gefallen, Abbrand hat mir super gefallen, unkompliziert, muss nichts nachkorrigieren. Also für 6,90 für 6,90 definitiv Empfehlung von mir. Also von dem her 5 von 5, tolle Zigarre, für Anfänger absolut geeignet. Dann kommt ihr auch in Rocky Patel mal rein. Und ja, aber grundsätzlich sind die Rocky Patels schon eher auf einer stärkeren, sage ich jetzt mal, würzigeren Seite. Bisschen ledriger unterwegs, aber kommt drauf an. Ja, die Number 6, dann würde ich würde für Anfänger mal sagen, die hier und die Number 6 probieren. Und die Tavikusa, wenn es die noch gibt. Und dann die 55 und hoffentlich bald die 60.